Heute schon mit Kartoffelbrei um dich geschmissen und dich beim Nachbarn ans Carport geklebt? Mach es wie die letzte Generation. Es geht um alles. Die letzte Generation. Also ich hab ja Mitleid mit denen. Sind halt die Letzten. Klabauterbachs Erben, sozusagen. Da geht es um alles. Das ist die Generation Kaiserschnitt. Das ist die Generation, die schon auf diese Welt gehoben wurde und das Erfolgserlebnis der eigenen Geburt bereits auf dem goldenen Teller serviert bekommen hat. Hier bist du nun. Also mir tun die schon auch leid. Das ist die Generation, die gleich nach der Kassenschreikinder-Generation in den Pool der unsagbaren Fülle geworfen wurde und den Hubba-Bubba gleich an der Kassenschleuse in den Hals geschoben bekam, damit niemand der Umherstehenden das Jugendamt verständigt nach einem elterlichen Nein. Die letzte Generation. Die Generation Kindernanny. Komplett total überwacht. Gestalkt und geghostet. Von RTL indoktrinierten Helikoptereltern. Für die das vollkommen in Ordnung ist, wenn der Sprössling ihnen mit 13 erzählt, wie doof sie eigentlich sind. Das Fernsehen sagt das ja schließlich auch. Die letzte Generation. Von Kleinkind an generierte Pharmakunden. Vollgeimpft mit allem, was geht. Damit von der letzten gehen. Eration. Auch so wenig wie möglich brauchbares Gen übrig bleibt. Die letzte Generation. Die Generation ADHS. Die Generation, der man großmütig die größte Aufmerksamkeit-Ablenkungsmaschine mit auf den Lebensweg gegeben hat, die die Welt je gesehen hat. Die smarte Generation. Smartphone. Die Generation, die das Spielen gleich übersprungen hat, um Fett abzukassieren. Auf TikTok und Instagram. Da geben die Eltern ihre Jobs auf, um den Filius bei seinem täglichen Social-Media-Chefposten zu unterstützen. Da kann der Nachwuchs Elternteil 1 und Elternteil 2 gleich absetzen von der Steuer. Unter außergewöhnliche Belastung. Die letzte Generation. Die Generation YouPorn. Die Generation, die als erste in der Menschheitsgeschichte dank der allumfassenden Aufmerksamkeitsablenkungsmaschine die famose Möglichkeit in die Wiege gelegt bekommen hat, sich bereits im Grundschulalter die härtesten Pornos downzuloaden, teilweise Geschlechtsakte, die so in normalen zwischenmenschlichen Beziehungen niemals stattfinden würden. 30 Minuten Gangbang zwischen Mathe und Sport auf dem Schulhof. Geschlechtsakte, teilweise an Perversität, kaum zu überbieten. Bis ins kleinste Detail, in Nahaufnahme für die Nachwelt, dokumentiert. Jugendschmutz wird in diesen Zeiten ganz, ganz groß geschrieben. Da kann dich mit 15 natürlich nichts mehr schocken. Da kann man doch schon mal nachvollziehen, dass man dann lieber divers im Pass stehen hat, anstatt Junge oder Mädchen. Die letzte Generation. Die Generation Corona. Die Generation Angst. Die Generation, die die Angst gleich mit in die Wiege gelegt bekam. Als Elternteil sich für den errechneten Kaiserschnitttermin entschieden hat. Die Generation, wer bin ich eigentlich? Die Generation, gesichtslos, nicht gesehen werden, selber nicht sehen, selber nichts hören, viel reden, aber nichts sagen. Die Generation, haltlos. Da kann man sich schon mal irgendwo hinkleben, damit man den Halt nicht vollständig verliert. Und ich frage mich, was würde die Kindernanny zu all dem sagen? Warum eigentlich letzte Generation? Schon mal drüber nachgedacht? Warum benutzt man in den gekauften und regierungstreuen Systemmedien den Ausdruck letzte Generation? Die Generation, die dir heute schon erzählt, dass sie sich niemals im Leben fortpflanzen möchte, weil ein neues Leben die CO2-Werte dramatisch nach oben jagen würde. Die Generation, die vielleicht auch gar nicht mehr die Möglichkeit hat, überhaupt über Fortpflanzung nachzudenken, seit der Teilnahme an dem genetischen Großversuch der letzten 3 Jahre. Legitimiert von völlig verängstigten Eltern, die ihre eigenen Kinder fürchten und über die Jahre verlernt haben, wichtige Grenzen zu ziehen. Eltern, die ihre Kinder hinter einer Maske verstecken, weil sie wahrscheinlich froh sind, dass der Sprössling sich endlich mal an Regeln hält. Die letzte Generation, die kann einem schon leid tun. Die Generation Regenbogen, die den Regenbogen nur noch vom Hörensagen kennt, weil der Kopf ewig nach unten geneigt, in Hörigkeitspose auf die Aufmerksamkeitsablenkungsmaschine gerichtet ist. Die letzte Generation, die Generatoren sozusagen, die Generator. Was bin ich? Wer bin ich? Wo bin ich? Und wie viele? Für einige wenige, auf jeden Fall zu viele. Und wenn ihr nicht aufpasst, seid ihr in der Tat die Letzte. Denkt mal drüber nach.